Hallo und willkommen zurück bei The Riftbreaker. So, ich habe tatsächlich vergessen, wo wir stehen geblieben sind und was die nächsten Ziele waren. Aber da ich hier stehe, gehe ich mal davon aus, dass wir in ein nächstes Gebiet gehen wollten, richtig? So, wer von denen hier wird nicht betrieben? Der hier? Gut. Alles klar, dann gehen wir zurück und machen das auch. Währenddessen, Nikolai hat auch noch geschrieben, und man kann auch Boden bauen, um sich im Hauptquartier schneller zu bewegen. Ja, das haben wir, glaube ich, in einer der Staffeln auch gemacht. Aber gut, wir teleportieren uns ja durch die Gegend, ne? Deswegen brauchen wir das nicht so unbedingt. So, und dann hat er noch geschrieben, mit den Waffen aus dem ersten DLC kann man eine richtig gute Fertigkeit in der Hauptbasis hochziehen. Mit den Waffen aus dem ersten DLC kann man eine richtig gute Fertigung in der Hauptbasis hochziehen. Einfach mit dem Flüssigkeitstransport aus dem Metalltal schicken. Stimmt. Aber ich glaube, dafür brauchen wir Palladium. Ich weiß gar nicht. Wir haben hier unsere Koboldförderungseinheit. Die ballert. Wir haben unsere Uranfördereinheit. Würde noch mehr gehen. Lassen wir mal so. Wir hätten hier Metalltal. Hasanit haben wir hier. Komm, wir gehen mal zu dem grünen Kalkstein, dann machen wir hier eine Hasenit-Produktion. Dann machen wir es so. Man kann nie genug haben von den seltenen Ressourcen. Ich frage mich, ab wann wir denn in das tiefe Szenario kommen. Warum ich noch nicht ins Metallteil gehe, das ist ja der erste DLC. Ich weiß noch nicht, ob ich ready bin. Ich denke aber schon, dass wir es hinkriegen würden. Ich meine, die gegnerischen Wellen habe ich ja auf 200% gestellt, ne? Also die sind auch deutlich stärker. Moin. Rift jump successful. This is as close as we could jump to our destination safely. The path ahead is a dense maze of rocks and deep crevices. It will take a lot of work to navigate. The seismic wave disappeared not far from here, a few kilometers to the north. We can get there on foot. This area shares a lot of characteristics with the jungle around our headquarters. However, I am detecting a vast network of limestone caverns beneath us. Be careful, Ashley. The surface may be unstable. Roger that, Mr. Riggs. Oh, ich muss nach oben. I'm only worried about the possible spread of Anorix. We know how to deal with everything else. Ja, dann gehen wir nach oben. Keine Ahnung, was das für ein Viech ist. Aber er spawnt hier richtig komische Viecher. Okay, die haben viele von den Unsichtbaren. Die sind ja sehr stark. Also die machen sehr viel Schaden. Und wieder neue Spezies. Alter Schwede. Amazing. Those crystal crab-like creatures looked very similar to the Stregoro species that we've encountered in the radioactive desert. It looks like they have taken a different evolutionary path. However, given our circumstances, I have to wonder whether Anorix played a part in this evolutionary cycle. You are jumping to conclusions, Ashley. We have seen multiple life forms featuring mineral infusions on this planet. This is nothing new. Maybe I'm paranoid. Either way, I think it would be a good idea to gather more samples of this species to check if they've evolved this way through natural processes.
Ja. Wäre eine Möglichkeit. Aber erstmal müssen wir hier wieder ein bisschen Basis bauen. Ja, hier sind schon krass viele Gegner, ne? Ups. Wie ist das denn passiert? Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich habe meine Plasmakanone verloren. Jetzt komm hier durch. A new technology has been developed. Okay, ich hab sie wieder. Da wurde ich hier aber ganz schön in die Mangel genommen. Also ich kann mich an dieses Biom, also an so eine Mission gar nicht erinnern. Ist das hier, hat das schon mit dem Untergrund zu tun? Hat das schon mit dem zweiten DLC zu tun? Ich kann mich an diese Viecher nicht erinnern. Neue Spezies. Das sind doch bestimmt welche, die explodieren. Okay, hier haben wir einen größeren Sumpf. So, diese Teile geben ganz viel Hasanit. Also das sind wie sozusagen Hasanit-Teile, ja? So, jetzt sind wir gleich da. I think we should be getting close to our destination, whatever it is. Warning! Seismic anomaly imminent. Wow, it's moving! I think it's some creature moving underground in the caverns beneath us. It has to be huge, and it's moving away from us. Assuming that it is a creature, it looks like it is moving further north. I have marked its estimated position. Okay, let's track it down. Okay, das scheint tatsächlich der neue DLC hier zu sein.
wollte eigentlich ja eine Hasanit-Abbauproduktion hier hinzimmern. Oh shit, die blockieren das ja alles. Oh, da oben kommen auch welche. Sie kommen von überall! Ja, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, hier einen Außenposten hinzumachen. Wo wir dann sehr viel Hasanit... Oh! Habe ich so eine schon? Warte, bist du Kyro? A new technology has been developed. Ja. New blueprints are available for crafting. Die wäre geothermal. Das heißt, hier hätten wir auch Strom. So, hier, was haben wir denn hier? Ah, geil. Resonite. Wie viele kommen denn da noch? Ah, hier ist noch so ein Ding. Ach, Herr Jemini. Technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Der Kyroturm, der ist richtig praktisch hier. Der friert die dann einfach ein und bewegen sich nicht mehr so. Echt praktisch. Ja, ich bin echt am Überlegen, ob ich hier... Ich weiß gar nicht, wie viele Außenposten ich am Ende bauen kann. Aber hier so eine Hasanit-Produktion, wobei dann baue ich auch Wasser, ne? Also mir bringt Hasanit nichts, wenn ich kein Wasser habe. Aber ich hätte hier Geothermal und Schlamm. Also ich könnte das bauen. Das würde funktionieren. Aber nur weil in dem Biom das reichlich vorhanden ist, heißt das nicht, dass das hier besonders gut abbaubar ist. Also ich müsste das ja genauso wie beim anderen Biom, müsste ich eine
hier eine Produktionsstätte aufbauen. Also dann könnte ich es auch auf meiner Hauptbasis machen. Alter, wo habe ich denn den Rapid Fire gerade her gehabt? Auf einmal ging es ja richtig ab. Die Karte ist recht zu Ende. Die Fliegedinger sind gefährlich. Okay, die Karte ist gar nicht so groß. Gut, dann gehen wir weiter, dann bauen wir hier keinen Außenposten. Das ist nicht so gewollt hier. Ach, guck mal hier. Hier geht's wirklich nach unten. Vielleicht muss man dann doch bauen, wenn wir hier, wenn's hier nach unten geht. Aber ich dachte, das würde dann der Hauptbasis so sein. Ach shit, hier ist noch so ein Ding. Gehen wir da mal rum? Also, wie kommen wir denn da rum? Den holen wir uns natürlich auch noch. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Forschung ist natürlich wichtig. Und jetzt kommen sie von oben, ich sag's dir. Hier ist wieder Kart. Ah, hier ist wieder so ein Viech. Die Viecher sind echt gefährlich. Weil die halt mit ihrem Drohnen da eine richtig große Range haben. Und meine Turrets greifen dann die Fliegenden an. So, wir müssen unbedingt mehr nach links. Aber hier geht's nach rechts. Hier geht's gar nicht weiter. Geothermal relativ nah beieinander. Krass, hier ist einfach noch so ein Ding.
So, von wo kommen sie? Von oben? Ach, die sind unsichtbar! Okay, wir haben Energiefalle bekommen. Weapon dropped. We can try to recover it later. Da habe ich aber heftigen Schaden bekommen. Meine guten Schirme. Ja, jetzt muss ich erstmal da wieder hochlaufen, ey Scheiße. Ich habe keinen Teleporter. Ja, hier könnten wir tatsächlich so eine richtig gute Abbaustelle bauen, ne? Weil hier ist relativ viel. Wir merken uns das einfach mal, falls wir doch hier einen Außenposten machen müssen. New blueprints are available for crafting. Kamen die jetzt etwa von oben und haben mich gesucht? Ich glaube, da links ist noch so ein Teil. Hier ist er. Ich will gar nicht noch mehr von den Dingern suchen. Aber. Let's see if it starts moving again. Warning! Earthquake in progress. You were correct, Ashley. Something very large is moving underground. Warning! Multiple energy emissions around us. Ich sehe nichts. The earthquake must have activated a number of Anorex bioanomalies. Maybe this underground creature is spreading the Anorex infestation. Can you track to where it's moved? Affirmative. It has moved further north again. Warning! I am tracking multiple groups of creatures moving in our direction. We are surrounded. Those energy emissions, they must have caused that. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Weiß nicht, wie viele sind denn das? Of the recent energy emissions. You may want to investigate them. I'm not sure if we have time for that. If we do it, let's be quick about it. Okay, wir haben hier noch zwei Dinger. Wir gehen erstmal zum Roten, der ist hier in der Nähe. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Also Sand, dieser Hive-Dinger mich nicht angreift, kann ich eigentlich ignorieren.
There's nothing here. One of the energy eruptions came from these coordinates. Maybe we should check the area with the geo-scanner. Good idea. There might be something remaining underground. It's just a resource cache. Nothing spectacular. Naja, ich habe ein Kyro-Dings bekommen. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Lila, ne? Can you tell me what you learned about Anorix on Orion? The Anorix that I've seen there was primarily in the form of glowing red crystals. However, I think that its appearance can change depending on the local environment and some other unknown factors. And some of the Anorix-infected creatures that we have seen here included crystalline growth on their bodies. However, their color palette was mixed. That might suggest that the Anorix that we are observing here could behave in a different way to what you have seen on Orion. Let's hope it's less dangerous. Either way, those infected creatures acted as if they were feral. So even if it's less dangerous, it still poses a great threat to the local ecosystem. Jetzt kommen sie von links, das Einzige, wo ich nicht gesichert habe. Ich muss gleich mal in die Forschung reingucken. Na, wobei, der ist noch am Forschen. Das sehen wir ja oben rechts. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Na, solange der da ja am Forschen ist, können wir den in Ruhe forschen lassen. Hier ist sehr viel Geothermal. Another Anorex bioanomaly. I think we should get rid of them. They could be corrupting the local fauna. I agree, Ashley. Be careful, though. We always get attacked when we activate them. Könnte ich darauf verzichten? A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Leck. Falle physisch. Geil. Okay, da habe ich aber Schaden bekommen. My sensors detected intense neutrino bursts. At the same time that we've observed these energy eruptions, why do you think this happens? I don't understand why this is happening. Neutrino emissions usually accompany nuclear reactions, like beta decay or nuclear explosions. The amount of neutrino particles that were emitted by Anorix doesn't correspond to anything that humanity ever has observed in nature. It's like a pocket supernova. That's why I thought it could be Anorix. That makes sense. My sensors were overloaded by those emissions. They were off the scale by orders of magnitude. Kommen denn hier diese 1 Milliarde Gegner her? Ashley, we have gathered enough specimens of the Crystaros species to determine that their evolutionary path appears to be a natural process.
I have not detected any traces of anorex in the collected specimens. Good. Maybe anorex is not as dangerous to this planet as I thought it would be. Or it did not have enough time to affect this species. Either way, that's a good sign. The anorex on Orion destroyed the entire planet. I went on that mission to investigate anomalous bursts of neutrino particles coming from that system. When I reached the planet's surface, there were anorex crystals everywhere. It fused itself with almost everything it encountered until it reached the planet's core. At that stage, it was game over. Fortunately for Galatea, it doesn't appear as aggressive over here. At least, not yet. Jetzt gehen wir erstmal unseren Flammenwerfer da oben holen. Yay, Carbonium. Oh shit. Oh shit. Hier ist ja richtig was los. Shit, da unten ist noch einer, den holen wir auch. Den schnappen wir uns. Oh nein! Alter, die machen so einen enormen Schaden. Warum unbedingt mehr Rüstung eigentlich? Ja, ich überlege, ob ich da oben vielleicht doch eine Basis klein bauen soll. Damit ich mich da immer hinporten kann, weißt du? So, ich gehe da jetzt hoch. Dann machen wir den dann noch fertig. Und dann war es das für diese Folge. Da gerade hier verfolgt uns wieder was Unsichtbares. Gut. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. Also so High-Level-Granatwerfer ist schon praktisch. So, und dann würde ich sagen, war es das auch für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!